Hallo Freunde, mal was Neues und zwar Halo 5 auf der Xbox One. Ja, ich sag gleich, wir spielen auf leicht, weil ich bin scheiße. Wir starten ein neues Spiel. Ich habe nur mal getestet die erste Mission und es geht direkt los und auch mit einer arschcoolen Videosequenz und die Ladezeiten sind auch überschaubar. Und bevor ich euch hier dann weiter einen Ast ablaber, sage ich, ja, gucken wir uns die erstmal an, weil geil ist sie. Spartanlog. Ich war lang genug beim MND, um die Wahrheit zu kennen. Cortana, mein Schatz. Wenn das hier vorbei ist, nach allem, was ich getan habe, werden sie ihnen befehlen, uns beide zu töten. Team Osiris. In den letzten 72 Stunden wurden 5 Kolonien Opfer identischer Ereignisse. Gewaltige Zerstörung, Blutsväter Ursprungs. Dr. Catherine Elizabeth Halsey hat mit uns Kontakt aufgenommen. Sie behauptet, Informationen über die Angriffe zu haben. Halsey ist momentan auf Kamtschatka, in den Händen der Allianz. Sie müssen sich hinter die feindlichen Reihen schleichen, Halsey befreien und sie hierher bringen. Noch etwas. Dr. Halsey ist in der Gegenwart des Allianzführers Julem Dahmer. Wenn Sie ihm begegnen sollten. Verstanden, Commander. Viel Glück, Spartanlog. Infinity Ende. Nachverfolgung online? Bestätigt. Also, bevor wir gleich abspringen, möchte jemand noch was sagen? Ich muss keine großen Worte verlieren. Ihr wisst doch so, dass ich eine scheiß Angst habe. Nathan fucking Log. Fillion. Die erste Runde danach auf dich? Wer fragt, der zahlt. Feuerteam Osiris? Wir haben grünes Licht. Halo 5 Guardians. Geiler Scheiß, ich hab Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Verstanden, Tanaka. Spartan Buck online ist bereit. Spartan Bane online. Entsichert. Kontakt! Sieht das geil aus.
Ihr alten Übertreiber. Ach, was sieht das cool aus. Ich habe seit Halo 4, das ist ein paar Tage her, kein Halo mehr gespielt. Ich hoffe, ich fehle nicht ganz so böse, ja? Die hätten wir. Los geht's. Wayne, und hör den Funk ab. Ich sage euch gleich, bestätigt. So geil sieht es bei mir nicht aus, wenn ich kämpfe wie in dem Video. Okay. Ach, was sieht das hübsch aus. Man merkt doch direkt die Microsoft-eigenen Produktionen. Das ist unser Ziel. Die holen was raus aus der Konsole. Sie sagt, es würde etwas ganz Großes vor sich gehen, wenn Captain Lasky ihre Koordinaten gegeben hat. Muss echt was Großes sein. Oder eine echt große Falle. Feinde. So, probieren wir mal, ob ich ganz scheiße spiele oder ob es geht. Ja, aber wir spielen ja vielleicht. K-Level over 9000. Ja, mal was anderes. Gameplay von der Xbox One. Für die Interessierten, ich spiele auf der One S. Also ich habe nicht die One X oder sowas. Aber ich habe auch keinen 4K-Fernseher. Also bringt mir das auch nicht besonders viel, wenn ich die One X hätte. Kommen ja eh die gleichen Spiele raus. Die One S ist ausreichend. Das Ganze wird über den eigenen DVR aufgenommen, also intern in der Konsole direkt. Dementsprechend habe ich momentan noch ein bisschen Arbeit, weil meine einzige USB 3-Platte, die ich habe, wo man längere Clips aufnehmen könnte, ist momentan als Spielespeicher formatiert, weil mein interner voll ist. Ich habe 54 Spiele auf der Platte. Aber ich hole mir demnächst eine neue und dann kann ich längere Clips aufnehmen. So ist es noch so. Ich mache die Missionen immer einen Part, was dann bedeutet, ich muss mehrere Clips zusammenschneiden, weil mehr als 10 Minuten am Stück kann ich intern nicht aufnehmen. Auf einen externen würde mehr gehen. Dann könnte ich auch in 1080p aufnehmen, da gibt es auch höhere Auflösung. Aber 720 sieht auch gut aus. Bei YouTube macht das eh nicht mehr so viel Gewicht, weil das versaut sowieso alles. Ja, die finde ich gut. Ja, ich hatte viel Stress. Ich habe zwischendrin ja wieder mal angefangen gehabt und dann war dieses und jenes. Habt ihr nicht gesehen? Dieses Spiel wird auf jeden Fall fertig gespielt und das ist auch momentan mein Hauptprojekt. Da das natürlich viel Arbeit ist mit den Parts aufnehmen, zuschneiden, zusammenfügen, hochladen, runterladen, mache ich momentan nur ein Spiel. Wenn ich meine externe habe. Aber wie ging das nochmal? Da stand es doch, glaube ich, eben. Jetzt komm, komm. Komm, jetzt aber. Ja, dann kann ich auch mehr Projekte vielleicht machen. Und da will ich euch gleich fragen, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf ein paar Xbox Exclusives? Oder aus dem Play Anywhere Programm? Sagen wir mal, keine Ahnung, hier so vor 1, 2, 3. Keine Ahnung, wie das Spin-off hieß. Teil 4, also alle Gears of War Teile. Sea of Thieves, wenn es rauskommt. Crackdown. State of Decay 2. Ich habe auch den Xbox Game Pass. Da sind über 100 Spiele drin. Also, wenn ihr Vorschläge habt, guckt mal rein, was es da so gibt. Sagt es mir vor. Dann können wir vielleicht drüber reden. Dann mache ich das auch. EA Access habe ich auch auf der Xbox One. Kann ich auch gerne reingucken. Für alles, die Listen sind einsehbar. Und dann sehen wir weiter. Ja, wenn ihr kurze Stocker seht, das sind die Schnitte, das werden wir in den Griff bekommen. Falls meine Stimme jetzt noch zu laut oder zu leise sein sollte, das kriegen wir beim nächsten Part auch in den Griff. Und wenn ich die externe Festplatte habe, dann gibt es diese Schnitte nicht mehr, dann ist die Auflösung höher, dann ist alles perfekt. Ich arbeite noch dran, ja? Seid gnädig mit mir. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ihr könnt gerne reingucken, das ist alles einsehbar im Internet. Was gibt's auf EA Access für Spiele zum Spielen? Was gibt's beim Xbox Game Pass zum Spielen? Da ist Forza, alle diese Vorteile. Keine Ahnung, habt ihr nicht gesehen. Exclusives halt auch. Hauptsächlich dann, ja. Schaut gerne rein, wenn ihr Vorschläge habt, was euch da interessiert. Dann machen wir es gerne. Jetzt natürlich erstmal als Hauptprojekt Halo 5. Da habe ich Bock drauf. Und so scheiße spiele ich jetzt auch gerade gar nicht. Es könnte echt schlimmer sein. Ne? Also das habe ich auch von mir schon gesehen. Die Puristen unter euch, ja, zwei Ego-Shooter mit Gamepad, aber es lässt sich auch mit dem Gamepad spielen, wenn man auf lässt. Aber Halo ist halt so ein Spiel, ja, Xbox natürlich, ne? Klar. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Also, ich habe jetzt schon richtig Spaß. Das Spiel macht mir richtig Freude.
Zumal ich auch nicht so scheiße spiele. Die Waffe finde ich auch gut. Also ich habe schon schlechter gespielt, glaube ich, in meinem Leben. Ein paar Videos von mir schon gesehen haben, wissen, das geht auch schlimmer von mir. Allerdings muss man sagen, die Halo-Spielmechanik ist auch so ausgefeilt, das ist wie bei Call of Duty. Das könnt ihr 5 Jahre nicht spielen. Ihr spielt 3 Minuten und ihr seid wieder voll drin. Ja, ganz einfach, weil es richtig blockig von der Hand geht. Das muss man ihn lassen. Die Steuerung ist super direkt, gut präzise, wie ihr seht. Ich meine, ich spiele mit dem Gamepad. So scheiße stelle ich mich jetzt auch wieder nicht an. Und ja, ich kann es euch immer nur wieder sagen, alle 4 Leute, die ihr dieses Video seht, sagt mir, was ich spielen soll. Ich werde demnächst vermehrt von der Xbox spielen. Und ganz einfach, weil ich Bock drauf habe, auf ein paar von diesen Exclusive-Titeln. Und weil die ganz oft auf dem PC immer noch nicht besonders gut optimiert sind. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich sehe bei Forza in der Optik kaum Unterschiede zum PC. Und es läuft auf der Xbox einfach wesentlich besser. Obwohl mein PC nicht so schwach ist. Das mit der Optimierung der Play Anywhere. Das Feld der Sicherheitsstation muss abgeregelt sein. Das noch machen. Dann arbeiten sie dran, das ist schon schlimmer gelaufen. Bei den Play Anywhere Titeln, das wissen die, die es mal ausprobiert haben. Das war besser geworden, aber es ist noch nicht optimal. Aber das sind halt auch Titel, die sind für die One optimiert. Das ist wie bei den PS4 Titeln. Wenn ihr das neuere Uncharted nehmen würdet, ja. Oder wirklich die ganzen Exclusives, die würden auf dem PC auch nicht richtig flockig laufen, weil die einfach nicht dafür gedacht waren ursprünglich, ne? Tür ist aber, die Artemis hat's gebracht. Dafür gibt es ja auch Konsolen. Ich hätte auch eine PS4, also kein Konsolenkrieg hier bei mir. Ich hatte PS1, 2, 3. Die 3 ist mir 3-mal das Laufwerk abgeraucht. Also bin ich bei Xbox gelandet. Wenn ich irgendwann mal Kohle zu viel habe, hole ich mir vielleicht noch PS4, weil ich möchte die ganzen Naughty Dogs sagen. Wer jetzt die besseren Exclusives hat, ist so eine Sache. Also rennspieltechnisch würde ich sagen Xbox One. Als Kind war ich für 6 Monate in einem diplomatischen Shuttle eingesperrt, das im All gestrandet war. Also nutzte ich die Zeit, um mich weiterzubilden. Beim nächsten Mal mache ich auch die Untertitel ein. Dann brauche ich nicht mehr aufhören, wenn irgendwer was sagt. Ja, da würde ich sagen Xbox One, weil Forza passt mir wesentlich besser als Gran Turismo. Aber ich habe wirklich Angst davon. Shooter-technisch würde ich auch sagen, Xbox One, weil ich weiß nicht, hat bis auf Killzone die PlayStation da irgendwelche coolen Exclusives und Killzone irgendwie hat mich nie geschockt. Mag natürlich sein, dass ich mich zu wenig damit beschäftigt habe. Ich bin dann eher so der Halo-Spieler. Und klar, Gears of War für die Xbox ist auch ganz klar. Die Naughty Dog-Sachen sind natürlich auch ein Kaufgrund für die PlayStation. Also ich mag beide Systeme. Genauso wie ich gerne PC spiele, PC Master Race und so, ne? Habt ihr jetzt nicht gehört. Wie gesagt, bei mir gibt's sowas nicht. Ich habe jetzt keine PlayStation, macht aber nichts, könnt ihr auch haben. Die Multiplattform-Titel, die nehmen sich sowieso nicht viel, der eine läuft so besser, der andere so, was ich auch nicht verstehe, weil sie beide fast den gleichen Chip drin haben. Die One S ist ja noch ein klein wenig flotter als die normale One, nicht viel, aber man merkt es in den Ladezeiten hauptsächlich. Oder bei solchen Spielen hier, ihr seht ja, das läuft richtig fluffig. Also wir hatten eben in der Videosequenz mal kurz geguckt, aber mag sein, es ist auf der externen Festplatte installiert. Vielleicht ist die eben doch nicht schnell genug, aber ich hole mir ja demnächst auch eine neue. Dann wird, oder es liegt an der Aufnahme, das kann natürlich auch sein, ne? Weil gleichzeitig spielen und aufnehmen kostet auch Performance, dafür läuft es richtig gut. Kriegt das mal auf dem PC so gut hin. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Und ja, und ich darf natürlich alle 3 Minuten nicht vergessen, euch zu sagen, bitte, sagt mir, was ihr sehen wollt. Jetzt gibt's Halo, versuche das in hoher Frequentierung, lassen wir mal 3-4 Parts die Woche machen, ne? Ich habe dieses Level bis jetzt einmal gespielt, habe ich länger gebraucht. Ich schätze mal, wir kommen jetzt irgendwo bei 25 Minuten, ne? Vielleicht drauf, ich weiß nicht, wie lange die Videosequenzen gehen. Also gibt's schon Content. Das ist so das Ding, was ich momentan mache. Und lasst mich wissen, ob ihr da Bock drauf habt. Also ich hab richtig Bock drauf. Wiederholt mal und ich finde, das sieht auch richtig geil aus. Also, ich könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich finde, dieses Halo sieht richtig geil aus. Ich hätte es natürlich gerne noch, dass man dieses Visier nicht hat, weil da würde ich mehr von der Grafik sehen.
Und die Exklusivtitel, gerade so nach ein paar Jahren, wo die Konsolen raus sind, zeigen auch immer, dass die Konsolen schon was können. Nur wird halt sich nie am Anfang die Zeit genommen, die richtig auszureizen. Aber weil das Zeug soll ja auf dem Markt, das soll ja Geld verdienen. Ne? So. So viel zu dem Teil. Ach, da ist ja noch einer. Stirb! Es gibt ja auch, warum ich auf leicht spiele. Ich laber. Das ist ja auch ein Let's Play und kein Gameplay-Video, ne? So. Und hier kommt natürlich wieder der Schnitt. Ja, das ist irgendwie lustig immer mit diesen Schnitten. Aber es gibt Schlimmeres, oder? Ich meine, viel schlimmer als mein Gelaber kann es ja nicht sein. Der Schnitt hat es wenigstens mal 2 Sekunden Ruhe. Kein Anführer. Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine Version der Allianz zerbrechen würde. Was muss ich eigentlich hier machen? Aus dem Fenster gucken muss ich, oder? Nee. Artemis benutzen, oder? Heißt das Artemis? Aramis war es nicht. Das ist ein Musketier, glaube ich. Ja, schick. Schön. Geht zum Verweilen ein. Ah, gucken wir mal. Ich habe ganz neue Blutsfilterglyphen erhalten. Eine davon ist völlig neu. Ich habe die andere durch das System gejagt und dabei entdeckt, dass sie die gleiche Form hat wie ein Springer. Sogar die neue Variante. Ja, die liebe ich, ja. Feuer auf die beschädigte Panzerung. Dann machen wir platt, die Arschgesichter. Ja, ihr merkt, ich bin gerade voll euphorisch, weil ich so lange keine Halo gespielt habe. Wie gesagt, so war es eben. So Sachen wie Halo Wars. Natürlich da geht's gut. Das Halo Wars, Gears of War. Von mir aus auch State of Decay Year One, wenn ihr da Bock drauf habt. Forza, auch wenn ich da richtig schlecht bin. Also dagegen ist mein Ego gedöns noch. Gut. Ach, das geht da nicht über die Schrotflinte ohne Schrot. Also die Plasma. Keine Ahnung, wie sie heißt. Ich weiß es nicht mehr. So lange her, dass ich Halo gespielt habe. Das letzte, was ich gespielt habe, war Halo 3, glaube ich. Also ich bin da voll nicht auf dem Laufenden. Bei Gears of War ist es anders. Die sind alle im Game Pass drin. Dementsprechend könnte ich Gears of War 1 in der Ultimate spielen. Ja, sammeln wir mal mit Zeug ein. Nehmen wir mal die. Und 2 und 3. Und Judgment heißt genau. Und 4. Ah, das ist die Waffe, die immer überhitzt. Warum habe ich eigentlich so einen Kampfanzug an und bin so ein Anabol-Freak, wenn die ganze Zeit meine Waffe überhitzt? Ja, der kann ja gar nichts. Nathan Fillion ist auch nicht mehr das, was er nie war. Der hätte bei Firefly bleiben sollen oder bei Castle. Ist er bei Firefly. Ah, nee, Quatsch, das ist ja auch so eine scheiß Knifte. Was haben wir denn? Ah, da haben wir wieder Munition. Was? Wo ist der eigentlich? Druck auf, da? Nee. Was? Ich bin auch ein Blindfisch. Da. Wäre zu einfach gewesen, oder? Und jetzt verreck endlich, du. Durch ein Umrennen, jetzt springt er beiseite. Was ist das denn, Arsch? Ich hab doch voll Bock drauf. So. Das wird dann hier mal ein Packer. Keine Gefahr mehr. Wir nähern uns Horsey und Jewel. Ja, der Rosi und Jewel, oder wie sie auch mal heißen. Ah, oh, Videosequenz, ihr habt 3 Minuten Ruhe von mir. So fast. Wo liegt das Problem? Es gibt mehrere. Wollen wir die Feinheiten des kausalen Abgleichs besprechen? Mehr menschlicher Sarkasmus. Sie haben also etwas von mir gelernt, Jewel. Sie behaupten Zugriff auf die... Das habe ich. Allerdings behauptete ich nicht, dass dies sofort möglich wäre. Sicherheitslage ist instabil. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Und sollen Sie mir gefälligst den Respekt, der der Hand des Didaktikers zusteht. Scheint, als wollten Sie offen rebellieren, Hand. Das reicht! Hey, Schönheit. Sichtkontakt. Schönheit. Die Arbeitsbedingungen hier sind unzureichend. Wenn sie noch so eine Übertragung sendet, keile ich... Ich habe genug davon, Doktor! Seit Wochen jagen sie vergeblich Phantomen hinterher.
Lasky möchte mit Ihnen sprechen. Wurde ja auch langsam Zeit. Mann, ist das alles übertrieben cool inszeniert. Ha, ich freue mich. Freut ihr euch auch? Schreibt mir mal Kommentare oder so. Ist langweilig, wenn keiner schreibt. Euer Team Osiris, wir haben Landeerlaubnis für Andockbucht 11. Vor 3 Wochen habe ich Ihnen meine Position geschickt. Ich hatte Sie gewarnt. Das besprechen wir später, Doktor. Palmer? Was hat sie getan? Wie weit ist es schon gekommen? Gute Arbeit, Osiris. Was meinst du, worum ging's da? Keine Antwort ist aber Antwort. Aber die nächste Videosequenz gucken wir noch. Weil ohne einen ganz gewissen Bekannten lasse ich euch nicht in die Pause gehen bis zum nächsten Teil. Übermorgen wahrscheinlich. Und? Wer wird das wohl sein? Ha! So angespannt habe ich den Chief seit der Grundausbildung nicht mehr erlebt. Ihm geht's gut, Fred. So viele Missionen hintereinander sind echt gut. Sierra 117 an den Flug. Im Blau hat Agent Moon geortet. Anzeichen von Feindaktivität. Aber sie ist noch hier. Verstanden, 117. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie Agent Moon. Legen Sie los, sobald Sie bereit sind. Bestätigt, Entführer. 117-L. Damit. Danke. Alle bereit? Bestätigt. Alles okay? Team Blau, ausrücken. Ach, wie geil das alles aussieht. Ich stehe ja total drauf auf so Weltraumscheiße. Ja, ist Halo genau das Richtige, gell? Wundert euch nicht. Schmeiß sie aus der Luftschleuse. Übertreiber. Das ist so cool inszeniert. Also ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ich habe auf jeden Fall mächtig Spaß. Es geht hier weiter. Spätestens übermorgen kommt der nächste Teil. MND-Forschungsstation. Der Kontakt brach vor 19 Monaten ab. Kitja-Plünderer entdeckten es und verkauften es an Julem Damas Leute. Wir schalten die Alice aus und übergeben sie dem MND. Das geht am schnellsten, wenn wir die Steuerzentrale unter Kontrolle bringen. Wir schalten alle Feinde auf dem Weg aus und deaktivieren Schwerkraft und Lebenserhaltung. Das Rechenzentrum ist direkt voraus. Dort können wir Agent Moons Lageplan abrufen. Ja, gut zu wissen. Vielen Dank fürs Ausschalten, Freunde der Sonne. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Haut rein.